Du bist der Beste, der Größte, der Klügste, der Erfolgreichste, der Beliebteste. Die Welt gehört dir. Komm und hol sie dir. Komm, wach auf. Und wieder beginnt ein neuer, herrlich aufregender Tag. Und natürlich freue ich mich auf die bedeutenden Herausforderungen, die er für mich bereithält. Wiederhole bitte, Bodo. Und wieder beginnt ein neuer, herrlich aufregender Tag. Und natürlich freue ich mich auf die bedeutenden Herausforderungen, die er für mich bereithält. Ich kann gar nicht schnell genug aufstehen, um den Abenteuern des Lebens entgegenzueilen. Auch heute kann ich wieder ein Gewinner sein und etwas Besonderes in dieser Welt werden. Ich will den Tag nicht... Dann schreib du doch meine Englischarbeit. Die erstklassige Schulausbildung ist der Schlüssel für eine goldene Zukunft. Die erste Sprosse auf der Erfolgsleiter, der erste Schritt zu einem Porsche und einer 30,6 Meter Luxusjacht. Meine muskulösen Arme setzen die Segel und mein sensibler Gasfuß liebkost den Porsche. Und meine Mitschüler liegen mir zu Füßen. Sie bewundern meine Disziplin, Energie und Zielstrebigkeit. Und die Mädchen schmelzen wie Schnee im Sommer. Also Nova hat das noch nicht gescheckt. Die ist nicht Schnee, die ist Eis. Die Jungs in meiner Schule möchten so sein wie ich. Sie werden sich anziehen wie ich. Sie werden dieselbe Frisur tragen wie ich. Sie werden dieselbe Brille tragen wie ich. Guten Morgen, Bodo. Es ist 7.33 Uhr und ein herrlicher Tag. Hol dir die Welt, sie gehört dir. Hey, willst du auch einen Porsche oder wie? Der Welt da draußen lauert der Dschungel. Leben ist ein ständiger Kampf, mein Sohn. Nur die Stärksten werden befördert und kriegen mehr Geld. Wie lautet unser Motto? Hm? Arbeite hart, spiele hart. Und? Und gib niemals auf.
So kannst du dich von der Ameise zum Elefanten entwickeln. Hm? Und wir schwingen den Oberkörper hin und her und hin und her und nun richten uns auf und an und tief an. Guten Morgen, Mama. Oh. Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen, Bodo. Hey, du siehst ja zauberhaft aus. Knöpf dein Hemd richtig zu. Knöpf das Hemd richtig zu. Jetzt boxen wir ein wenig und atmen dabei. Noch ein Glas Tomatensaft. Ein Glas Tomatensaft, sehr wohl, Madame. Sofort, Missy, der arme alte Tom macht ja alles, was Sie wollen, alles. Nur wenn er nicht wieder zurück muss auf die Baumwollfelder. Was? Hermanns Müsli, frisch und knackig, macht aus dem Grufti einen Mufti. Morgen, mein Engel. Na, alles klar, Partner? Meine neue Angriffstaktik. Good morning, Erlauchte. Eine Doppelsaurensamenkotzer. Ah, köstlich. Danke, danke. Also, ich fühle mich wie ein neugeborener Fisch im Wasser, seit ich dieses Samurai-Training für Manager mache. Diese einstmals wabbelig schlaffe Masse ist wie ein stählerner Panzer. Der Verstand scharf wie eine Rasierklinge. Jede Zelle vibriert vor Energie. Oh, süßes Mauseschwänzchen, du bist so männlich. Also, diesen Ton unterlass doch bitte, ja? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich habe kein Wort gesagt. Hör mal, Bodo, ich habe das Gefühl, Hermann wird immer unverschämter. Also sei so nett und gib ihm ein neues Programm ein, okay? Aber das kann ich nicht, ehrlich. Euer Steko. Hermanns Persönlichkeitsstrukturen funktionieren völlig autonom. Samba, ole. Also ich finde, du solltest dich sowieso weniger um diesen Computerkram kümmern und dich dafür mehr auf die Schule konzentrieren. Ich meine, was soll ich im Fitness- und im Tennisclub erzählen, wenn du sitzen bleibst? Und darum habe ich heute einen Termin bei Dr. Frank gemacht. Für die bevorstehenden Prüfungen brauchst du einen Motivationsschub, verstehst du? Dr. Franks Gehirnzellen-Vibratotherapie hat schon aus den lahmsten Schafen reißende Wölfe gemacht, wie du weißt. Hm? Verstehen wir uns, Partner? Klingklong, pack Arnold 1 und 2 in meine Tasche. Ich brauche die beiden für meine Biologiestunde. Nun mach schon. Was ist los? Nein, nein, die knabbern deine Chips schon nicht an. Sagen, dass du eine Zelle mit dem Erbmaterial deiner weißen Maus, Arnold 1, deiner weißen Maus verpflanzt hast in ein normales Hühnerei, woraus dann nach einiger Zeit eine weitere weiße Maus entschlüpfte, die mit der ersten absolut identisch war. Fuß runter. Das heißt mit Arnold 1, ein Zwilling, was man in der Genetik einen Klon nennt. Schleimer Bodo ist das, was man einen Zombie nennt. Zombies sehen aber besser aus. Erst von der Rasse der Kotzwirk-Zombies. Du bist von der Rasse der Zwergolypen. Ha ha ha!
Ruhe! Darf ich wohl um Ruhe bitten? Du könntest ja das Experiment irgendwann mal hier im Unterricht wiederholen. Aber bis dahin sei doch so freundlich und zeig uns das Ergebnis. Du wolltest doch Arnold 1 und Arnold 2 mitbringen, nicht wahr? Kommt alle etwas näher. Darf ich bitten? Dann kann ich es besser sehen. Komm schon. Sieht mehr aus wie Havanna 1 und 2. Mach schon, Mann, sonst machen die noch Arnold 3 da drin. Ich möchte euch bitten, sie nicht zu erschrecken. Sie sind beide sehr scheu. Warum machst du wieder zu? Stimmt was nicht mit den beiden? Ich glaube, sie fühlen sich nicht besonders wohl. Sie sind ein bisschen blass um die Nase. Es war vielleicht etwas viel, der Transport. Sie brauchen etwas Ruhe. Zeig mal her, das Gesindel. Ich weiß gar nicht, was er will. Die sind doch absolut ruhig. Sie sind echt cool. Hyperaktiv. Hilfe, Hilfe, sie wollen abbauen. Schluss mit dem Unsinn. Alle wieder auf eure Plätze. Schluss damit. Auf deinen Platz. Ich finde das wirklich sehr witzig. Und ich hoffe, du findest es noch witzig, wenn du dein Zeugnis bekommst. Autsch. Guck mal, wer da ist. Arnold 1 ist jetzt nicht mehr zu halten. Er dribbelt am Linker vorbei, der im Kopf bereits eine Currywurst vertilgt. Eine Körpertäuschung, er läuft ins Leere und gibt ab an Linker 2. Er trickst Arnold 2 aus, kurzer Schritt nach innen, er sieht seine Chance und dann ein zarter Bodycheck. Und er prallt gegen Linker 1. War es Linker 2 oder Arnold 1 oder Arnold 2? Hey, Salatschädel. Was treibst du eigentlich so in der Nacht, hä? Lungerst du auf Friedhöfen rum und buddelst Leichen aus? Hört auf, das reicht. Bist du jetzt beim Idiotenschutzverein oder sowas? Rettet die Schleimer? Mein Bus bis später. Ja, komm aber nicht zu spät zur Probe wie gestern. Komm schon. Trifft man sich wieder, hä? Ja, die Welt ist verdammt klein. Das war wirklich nett von dir. Ach, übrigens, es war nicht meine Schuld. Das in Biologie, weißt du? Mein Robotblödel hat die Sache vermasselt. Er sollte die zwei Mäuse in eine Schachtel packen, aber er traut sich nicht, sie anzufassen. Hey, sieh mal, Nova steht auf dem Mäusedom-Tür. Hey, Mann! Glaubst du, mich interessiert das? Was soll der Quatsch? Willst du mich anmachen oder was? Vergiss es, du bist nicht mein Typ. So was Bescheuertes. Du hast es einfach nicht drauf. Du bist irgendwie uncool. Ah! Wenn du willst, zeige ich dir meine Roboter. Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Hör endlich auf mit dieser Schreiberei. Ich hasse Liebesbriefe, verstehst du? Liebesbriefe von einem Computer. Wirkromantik. Nein, nein, auf den Sessel, Bodo. Nun, Bodo, hast du eigentlich eine Vorstellung, warum wir uns unterhalten? Damit ich mir später einen Porsche und eine 30 Meter 6 Kabinen Luxusjacht kaufen kann. Bleiben wir in der Gegenwart. Was glaubst du, ist dein größtes Problem? Ja, meine Eltern. Warum? Die wünschen sich einen Sohn, der eine Mischung aus Aristoteles und Nassis und Boris Becker ist. Und das bist du nicht. Nein, aber dafür verstehe ich was von Computern. Du verbringst wohl eine ganze Menge Zeit mit deinen Computern und Robotern. Hast du denn keine Freunde? Ich habe keine Zeit für Freunde. Schule, Tennis, Golf, Klavierstunden und sie. Ja, ich rase von einem Termin zum anderen. Das sagst du irgendwie so traurig, so negativ. Du weißt doch, aber Leben bedeutet Herausforderungen annehmen, sich entwickeln.
Ja, aber wohin entwickeln? Nimm dir an deinem Vater ein Beispiel. Es geht in der Hauptsache um die Befreiung deines gesamten psychischen Potenzials. Und dazu gibt es einen Schlüssel, eine magische Formel. Ein Sesam, öffne dich. Und das ist die Aggression. Benutze deine Aggression, setze sie ein. Mach sie zur Triebkraft von allem, was du tust. Unsere Psyche wird von der Aggression genährt. Und so sehr beschleunigt sie unseren Willen, dass wir auf der Autobahn des Lebens immer auf der Überholspur bleiben. Aggression ist die Antwort. Lass sie heraus, lass sie heraus. Hier, die Vase. Mach sie kaputt. Spreng die Fesseln der Konvention, diese dich lähmende Selbstbehinderung. Lass deinen inneren Schweinehund. Lass deinen inneren Schweinehund sich austoben. Zerstöre. Guten Morgen und wieder beginnt ein neuer, herrlich aufregender Tag. Hermann, wann ist das Abendessen fertig? Recht bald, o Königlicher! Das nervt, Hermann. Moin, Bodo. Heute ist ein unheimlich beknackter Tag und ich labere dir schon vor dem Frühstück die Ohren mit meinem Gesülze voll. Du musst das nicht wiederholen. Sowieso nicht. Also am besten, du bleibst im Bett liegen. In der Schule vermisst dich sowieso kein Schwein. Deine beknackten Eltern haben keinen blassen Schimmer davon, wie man mit einem Supertypen wie dir umgeht. Die sind mit ihren absolut abartigen Problemen vollkommen überstresst. Dein Alter zum Beispiel, dieser Pseudo-Samurai. Und deine Mutter führt sich auch wie Crystal Carrington für Sparkassenangestellte. Soll ich dir mal was sagen, Bodo? Erzähl dem Säbelschwinger und der Fitnessgöttin, dass sie sich bei mir auf die Couch legen sollen, nicht du. Das ist ja wohl das Letzte. Für diese Sprüche bezahle ich also einen Haufen Geld. Ich lasse mich doch nicht von diesem Psychotrottel beleidigen. Naja, wenn du mich fragst, ich wusste schon immer, dass er zu Übertreibungen neigt. Es ist ja kein Wunder, dass du kein Selbstvertrauen entwickelst, wenn dieser Vogel in der Weise über deine Mutter und mich herzieht. Bodo, bevor ich es vergesse, wir gehen heute Abend in ein Konzert. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du nicht auf irgendeine Weise in den Firmencomputer einsteigen? Ich habe morgen eine wichtige Konferenz und brauche gewisse Daten über die Pläne meines lieben Bosses. Hm? Aber das ist total illegal. Ich bin doch kein Hacker. Oder doch? Ist ja entzückend. Die Wunder der modernen Technologie. Woher hast du eigentlich das Passwort gewusst? Berufsgeheimnis, Partner. Ich will wenigstens den Schluss noch hören. Ja, ja. Siehst du, bin schon fertig.
was ist mit dir? Darf ich dich plötzlich nicht mehr anfassen? Oh Mann, das lenkt ab. Ich will mich nur auf den Song konzentrieren, sonst gar nichts. Damit hat sie völlig recht, Alex. Genau. Du hast ein bisschen daneben gehauen. Das war ja ein absoluter 100-Meter-Lauf, Alex. Eine Meuterei oder was? Und du... Du gehst mir auf die Nervenwiesel. Und das ist so wie die Pest. Mann, Alex. Warum musst du eigentlich immer auf dem Wiesel rumhacken? Oh, sie hat ihre mütterliche Seele entdeckt. Plötzlich, wie aus dem Nichts. Heute Morgen bei Bodo, nicht wahr, meine Kleine? Und jetzt... Komm schon, hör auf, was soll der Quatsch? Bodo ist ein Arsch. Manche Typen brauchen Ärger. Die wollen nur auf die harte Tour lernen. Ist das etwa meine Schuld? Hör zu. Spielst du lieber mit Bodo und den Schleimern? Oder mit den Wild Boys? Er hat Gehirnschrumpfenitis. Die Natur kann so gemein und grausam sein. Ah! Ah, Mutti! Das war das Stinktier. Den schnapp ich mir. Wie moderne Kunst. Jetzt reicht es. Er ist tot. Ah, es regnet heute. Ah. Mein ja nur. Guten Abend. Guten Reite zu spät durch Nacht und Küche. Im Vollbesitz all meiner psychischen Fähigkeiten tue hiermit kund, dass ich es so nicht mehr aushalte. Das Experiment, welches ich nun durchführen werde, soll, so hoffe ich, all denen helfen, die wie ich in Ruhe gelassen werden wollen. Und dass all diese Idioten, die ihn ständig auf den Nerven rumtrampeln, endlich mal einen satten Tritt in den Hintern kriegen und daraus lernen. Oh, und für meine Eltern, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Ich meine, es wäre ja möglich, dass ihr dieses Band seht. Und jetzt die Spritze. Tja, mutig, cool, frech, IQ 190, Power!
Schönen Tag, froh, dass Ihr Wunsch in Erfüllung geht. Oh ja. Mein Bruder. Mein Bruder. Nur die Häuptlinge des Stammes wissen, wo das Gold der Apachen liegt. Alle wieder verrückt da drin. Wo ich herkomme? Hat man dafür gehängt? Also, darauf. Prost. Schade, dass Sie George nicht auch gehängt haben. Hey, das ist stark. Ich werde diesen Leben zeigen, wer hier der König ist. Bevor ich durchdrehe. Ach, lass das doch. Ja, ich hab doch Licht bei ihm gesehen. Vielleicht war er nur mal kurz auf der Toilette. In dem Alter geht man um die Zeit nicht mehr auf die Toilette, ja? Und wieder beginnt ein neuer, herrlich aufregender Tag. Bitte wiederhole. Ich kann gar nicht schnell genug aufstehen, um den Abenteuern des Lebens entgegenzueilen. Auch heute kann ich wieder ein Gewinner sein und etwas Besonderes in dieser Welt werden. Ich will den Tag nicht versäumen. Oh.
Übrigens, vielen Dank für die tolle Information, Partner. Oh Mann, hoffentlich haben sie nichts gemerkt. Ich wollte dich warnen. Da musst du jetzt allein durch. Du kannst wohl nie pünktlich sein, was? Los, beeil dich! Sehr gut, Nova. Wirklich sehr, sehr gut. So, die nächste bitte. Judith, bitte werfen. Kuckuck. Sehr gut. Wo glotzt du denn hin, ey? Da vorn. Der nächste hochbringen und werfen. So, sehr gut, ja, sehr gut. Der nächste. Sag mal, irgendwie der Deo versagt. Klar, keine Wurzeln. Was ist denn jetzt passiert? Blinker ist doch glatt in den Ball gerannt. Hey, Blinker! Wirst du das denn niemals lernen? Helf ihm auf die Beine. Und bring ihn am besten in die Kabine. Na, da bin ich ja frei. Mein Name ist Maus. Mickey Maus. Ich würde nicht lachen, wenn ich Sie wäre. Sie hängen doch am Leben, nicht wahr, Herr Schulz? Zuweilen. Habe ich es mir doch gedacht. Ich bin Detektiv, der Beste in dieser verkommenen Stadt. Und ich bin gut. Unglaublich gut. Sie wissen, was hier passiert ist letzte Nacht, und ich weiß, was hier passiert ist letzte Nacht. Ach ja? Wie lange arbeiten Sie schon bei dieser Firma, Herr Schulz? Beinahe 10 Minuten. Jahre, aber das, was gestern hier passiert... Psst. Sie üben also diesen blöden, langweiligen Job seit über 10 Jahren aus. Was für ein Jammer, wenn Sie denn plötzlich gefeuert werden, hä? Ich meine, ein Mann in Ihrem Alter, wer will denn den schon noch haben? Hm? Sie würden glatt verhungern. Nicht zu vergessen, Ihr Freund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie den einschläfern lassen wollen. Hm, süßes Hundchen. Ja, aber... Ich bin der Meinung, Sie sollten es leichter machen für uns drei. Anstatt mich mit langweiligen Ausreden anzuöden, wäre es doch wirklich besser, Sie würden gestehen, dass Sie an den Computern herumgespielt haben, um Ihre Versicherungssumme ein bisschen aufzustocken. Oh, ich kann das verstehen. Der Mensch will auch im Alter ein bisschen Butter aufs Brot. Und ab und zu mal ein Bierchen. Niki! Ich habe hier die Liste mit den Anrufern. Vielleicht ist es wieder der Hackerclub, der deine Daten im letzten Jahr gelöscht hat. Weißt du? Das werden wir rausfinden. Okay? Versuchen Sie nicht, die Stadt zu verschulzen, Herr. Ich treffe eine Fliege im Flug. Da trifft er. Warte, Mickey, warte! Ja, wir haben in meinem Leben schon eine Menge Arschlöcher getroffen. Ja, alles harmlose Typen. Keine kriminellen Vibrationen, Spießer, Duckmäuser und Arschkriecher. Ari Blinker, zweiter Geschäftsführer. Der Mann ist aggressiv, ehrgeizig, hat aber Angst zu versagen und will die Macht in der Firma. Ist nur so weit gekommen, weil er mit der Tochter des Generaldirektors verheiratet ist. Eigenes Haus, Zweitwagen, Frau ist Gesundheitsfanatikerin. Investierte ein kleines Vermögen in die Computeranlage seines Sohnes Bodo. Der Mann ist ein Typ, der für die Karriere alles macht. Der ideale Wirtschaftsspion. Mama? Mama, bist du zu Hause?
Klinklon! Was denn? Ja. Mama? Ich hatte nur noch einen Sattel und eine Blechtasse. Hermann? Aber ich war frei, verstehst du? Ist das Steak blutig genug, Cowboy? Ja. Noch ein Schüsschen Ketchup, abgefüllt? Hau drauf, die Soße. Et un peu Spinat? Ja, Spinat. Voilà. Und wie wär's mit etwas Mousse au Chocolat à la Hermann? Immer rauf damit. Citron-Kuchen avec Sandeschlag und Likör d'ailleurs? Verbieg dir nicht die Zunge, Alter. Knall's einfach neben den Spinat. Eine köstliche Ausdrucksweise. Er ist wie ein Schweinchen. So, und jetzt noch eine Dunstmorche. Das Zeug riecht nach feuchten Soldatenstiefel. Ich würde mir eine andere Marke angewöhnen. Mach hier nicht so einen Wind, Alter, sonst bricht dir die Sicherung aus. Bitte, bitte nicht. Hallo. Wer bist du? Oh, du. Und wer bist du? Sonnenschein, du warst doch vor einer Sekunde draußen vorm Haus. Nein, Irrtum, Kleine. Red schon, wer bist du, Freund oder Feind? Freund natürlich. Und jetzt zieh dir bitte was an, Sonnenschein. Du wirst dich sonst noch erkälten. Oh, Sie haben völlig recht. Es ist wirklich nicht die feine Art, so eine Dame zu begrüßen. Bitte verzeihen Sie mir. Everything for you, no domestic whatever do.
Etwas früh für Alkohol. Nicht doch, wir vertragen das. Oder einen Singapur-Sling? Gut, aber on the rocks, wie damals in Hongkong. Singapur-Sling on the rocks, wie damals in Hongkong. Nicht übel. Skull, Miss Sophie! Unterlass das bitte, Bodo! Ich glaub das einfach nicht. Du bist ja betrunken. Geh sofort auf dein Zimmer, auf der Stelle. Wieso denn? Ich hatte nur zwei Singapurs links, zwei Mambo Jumbo und einen gefallenen Engel, du Engel. Auf dein Zimmer. Und ich will so lange nichts von dir sehen, bis dein Vater zu Hause ist. Du kannst dir ja sicher vorstellen, wie der sich über dein Benehmen freuen wird. Das liebe Kindlein ist so froh, denn Freude macht es sowieso. Geh jetzt! Danke, Herman. Immer weiter so, alter Koffer. Wie damals in Hongkong, Sir. I'm heavy metal. Simply heavy metal. Ach du Schande. Bionda, con quale bomba, bionda, ci colpirai. Hallo, Schatz. Sag mal, kann es sein, dass du was getrunken hast? Es kann nicht nur sein, dass ich was getrunken habe. Du solltest dir mal deinen Sohn ansehen. Eigentlich könnte ich auch ganz guten Drink vertragen. Es war ein harter Tag. Unsere Computer haben völlig verrückt gespielt. Die Firma hat sogar einen Privatdetektiv engagiert. Der Chef hält's für Sabotage. Oh, das ist gemein. Das zahlen wir ihm irgendwann heim, hä?
Okay, Computer-Zombie. Das war zu viel. Ah! Hilfe! Nein, Dr. Fang, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber ich habe das Gefühl, dass Brutus Benehmen irgendwie... Ne? Entschuldigen Sie, ich wollte nicht, dass es wie ein... Das ist ja heute eine Hitze hier wie im Tal des Todes. Da lösen sich ja die Chips auf. Das hängt mit der Therapie zusammen. Fein, wenn Sie es sagen, ich... ich werde Sie dann morgen nach der Sitzung anrufen. Richtig. Okay. Wiederhören. Wurde verdammt nochmal aber auch Zeit, dass mal jemand auftaucht. Dein erstgeborener, verrotteter Sohn wollte gerade den Saft abdrehen, und zwar mir, verstehst du? Der sollte ordentlich was hinter die Löffel kriegen. Worauf wartest du? Die feige Memme hat sich im Kleiderschrank versteckt. Und ich dachte, du würdest sowas Ähnliches wie mein Freund sein und nicht noch so ein Stinktier, das mir Müllhaufen in den Kopf schüttet. Aber so kann man sich irren. Okay, jetzt wirst du gelöscht. Guck ja nicht so große Töne, hä? Oh, oh. Wie geht es mir schlecht? Diese ekelhaften Cocktails. Hier kommen die Ghostbusters. I'm heavy metal. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide Fremder. Gib Gas und schnappen uns die Bullen, Johnny. $50,000 in kleinen Scheinen. Oh nein, JR, ich verkaufe die Ölquelle nicht. Singapur Sling. Michael Müller, Lindenstraße Nummer 2. Lebensversicherung, Krankenversicherung, Feuerversicherung, Salatversicherung, Nasenversicherung, Glücksversicherung. Spinat! Bodo, dein Vater möchte sich mit dir unterhalten, er... Gefallener Engel. Also mich kannst du nicht auf den Arm nehmen. Harry! Harry! Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Alles in Ordnung, Partner? Na klar. Wieso? Also, Süßigkeit. Nein, bitte. Harry, ich will kein Wort hören. Erspar mir deine Bemerkung. Sag mir, was ich machen soll. Red schon. 30. Hör mal, du kannst doch nicht einfach sterben. Reingefallen, alter Idiot. Hey, du! Hey, du hast mein Programm gerettet, Bruderherz. Jetzt hast du 3 Wünsche frei. Ach, wirklich? Jetzt kannst du auch noch zaubern, hä? Ja.
kannst du dich von der Ameise zum Elefanten entwickeln, Partner. Aha. Und jetzt nehmen wir das andere Bein. Dehnen. Meine Freundinnen, ist das Ende unserer Sendung fit in den Tag. Ich danke fürs Mitmachen und freue mich schon auf morgen. Hermanns Spezialfrühstück. Und ein Glas O-Saft, Buddy. Buon appetito. Ketchup an der Morgen vertreibt alle Sorgen. Ich gehe mir jetzt schnell mein Porsche verdienen. Aber bitte mit Spoiler. Hast du nicht das Gefühl, dass Dr. Frank mit seiner Ego-Therapie ein bisschen zu weit geht? Wie kommst du denn auf die Idee? Du verdammter Idiot! Hose. Da ist der Junge! Wo ist der Junge? Ja, da hinter dem Platz, hinter dem. Schon wieder weg. Was? Er ist gerade in den Bus gestiegen. Okay, die Luft ist rein. Niemand zu Hause, würde ich sagen. Ich werde mir als erstes den Computer von diesem Blinkerbengel ansehen. Mal sehen, was der ausspricht. Warte! Da ist er wieder. Hast du eben nicht gesagt, er ist in den Bus gestiegen? Ist er auch wirklich? Ich schwöre es. Großes Apachen-Ehrenwort. Du bist nicht nur dämlich, du bist auch noch blind. Ach ja, wenn irgendjemand auftaucht, dann hupst du dreimal. Ich meine, bis drei wirst du ja wohl noch zählen können. Logisch. Eins, zwei, drei, vier. Tschicke. Also, Alex, erzähl uns mal was über Shakespeare. Na klar, Shakespeare hat einen ziemlichen Haufen scharfer Sachen geschrieben irgendwie. Mhm. Tolle Storys, ein Haufen Action, ziemlich blutrünstig. Also aufschlitzen, zerquetschen, Ärmchen ausreißen. Wie das Kettensägenmassaker. Das ist ein Film über einen, der mit einer Baumsäge durch den Wald rennt und... Alex, warst du so freundlich, das so nett zu lesen? Aber claro. Sagst du uns netterweise, was du davon hältst? Claro. Also, zuerst dachte ich, das ist so nett. Wirklich witzig, Alex. Dein Humor ist wahrhaftig bezaubernd. Bodo. Hä? Hast du uns vielleicht etwas Brillantes zu dem Thema zu sagen? Das Intelligenteste hat Alex schon gesagt, aber vielleicht fällt mir doch noch was ein. Zu dem Sonett. In diesem brillanten Sonett, wie übrigens in all seinen Sonetten, verarbeitet er das Thema der Liebe. Shakespeare vermittelt Eindringlichkeit und Erfahrung von höchstlebendiger Aktualität, was nur sehr wenigen Dichtern gelingt. So zeigt er uns besonders die Dualität von Liebe und Hass, sozusagen die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die angesprochene Frau wird angefleht, ihre Gefühle zu ändern. So ändere deinen Sinn, auf das ich ändere meine Meinung. Birgt Hass in holder Liebe Wohnung sich? Sei mild wie deine liebliche Erscheinung. Sei mindestens barmherzig gegen dich. Erschaffe neu in Liebe dich zu mir, dass Schönheit lebe in deinem oder dir. Yeah.
fantastisch, göttlich. Ich habe es immer gewusst. Du hast es in dir, Blinker. Ja! Ja! Also pass mal auf. Hey, ist der Blinker oder habe ich Hallucinations? Du, habe ich das geträumt oder was? Du schuldest mir was. Ich tu was? 864 M und 18 Kopeken. Falls du es vergessen hast, so viel kostet die Reparatur von dem Moped. Ach ja? Mit dem Tretroller wärst du billiger weggekommen. Sag mal, verarscht er mich? Verarschst du ihn? Hey. Du willst es auf die Harte. Soll ich dir mal was sagen? Du bist noch dämlicher, als ich dich finde. Alex, hör auf. Will noch jemand von euch, dass ich meine Schulden bezahle? Ja, nein, Ivo, ich doch nicht. Keine Schulden, kein Bezahlen. Holt mich hier sofort raus, ihr blöden Idioten! Ah! Hä? Hey, warte! Du hast dich verändert. Findest du? Tja, irgendwie. Als wärst du ein anderer Mensch. Ach ja, findest du? Ich finde übrigens Roboter ganz süß, wirklich. So, findest du? Findest du es cool, immer nur findest du zu sagen? Mhm. Ich muss ja leider raus. Wir sehen uns ja noch. Das hoffe ich. Na, wie war's? Tja, ich weiß nicht genau. Ist das alles? Komm schon, wir haben eine wichtige Verabredung. Du bist ein Versager, ein Muttersöhnchen, ein Schwächling. Du wirst immer nur ein Nichts bleiben, ohne Selbstvertrauen, ohne Ego, ohne Porsche. Sie werden dich, wo immer du auch sein wirst, verspotten. Mit dem Finger wird man auf dich zeigen und sagen, seht, da schleicht der Bodo Blinker, der Verblödete. Du Versager, du Flop, du Jammerlappen. Da steht eine Vase, Bodo. Die Vase, Bodo. Die Vase. Den Schaden deckt meine Versicherung. Ich bin nur sehr erstaunt, dass es funktioniert hat. Ich meine, wie schnell die Therapie anschlägt. Bitte? Oh nein, das ist nicht nötig.
Selbstverständlich wäre es mir ein Vergnügen, mit Ihnen und Ihrer Frau Bodos Fortschritt zu feiern. Fein. Fein. Heute Abend. Heute war der absolut schönste Tag meines Lebens. Wie ist es mit dir, hä? Bist du auch so glücklich wie ich? Definiere glücklich. Willst du mich verarschen? Nein, im Ernst. Sag mir, was ist glücklich? Na, du fühlst dich einfach ganz toll. Also innen im Herzen. Ich meine, glücklich sein ist wie... ungefähr so, als ob man fliegen kann. Aber du kannst nicht fliegen. Ja, ja, da hast du recht. Das war ein völlig verblödeter Vergleich. Hey, du. Dann lass dir bitte einen intelligenteren einfallen. Ich will nämlich wissen, was das bedeutet. Du hast mir gesagt, dass du Nova im Bus geküsst hast. Nee, sie hat mich geküsst. Ach ja, und wie war's? Ekelhaft. Sie hat mir ihre Zunge in den Mund geschlotzt. Igitt. Sonst hast du nichts gespürt? Ja. Nein. Meine Ohren haben gewackelt. Ich schätze, das ist ein gutes Zeichen. Du hast also was gefühlt. Dieselben Symptome treten auf, wenn mir die Power ausgeht. Das kann's aber nicht sein, was du meinst. Wieso nicht? Wenn Nova mich geküsst hätte, hätten mir bestimmt die Knie geschlackert. Also ich schätze, das ist ungefähr dasselbe, als wenn bei dir die Power nachlässt. Das klingt echt lächerlich. Ist das wissenschaftlich fundiert? Nicht ganz hundertprozentig. Das habe ich mir gedacht. Sag mal, findest du nicht, dass Nova das tollste Mädchen ist, das du jemals geküsst hast? Sie ist das einzige Mädchen, das ich jemals geküsst habe. Oh Mann! Ich sehe schon, das ist wirklich eine ernste Sache. Du warst noch niemals glücklich, nicht wahr? Ich frage mich nur, weil jeder richtige Mensch irgendwann mal glücklich ist. Das ist es ja gerade. Ich bin kein richtiger Mensch. Meine einzigen Verwandten sind dieses dämliche Huhn und der verdammte Computer. Du hast mich einfach nicht richtig programmiert. Das war die falsche Software und darum fehlt mir jetzt ein Herz. Ich will aber ein Herz. Programmier mir eins. Jetzt sofort, hörst du? Aber das kann ich nicht. Wieso nicht? Ich weiß nicht, wie das geht. Ein Herz kann man nicht programmieren. Klingt ja wie eine Zeile aus dem deutschen Schlager. Los, mach schon. Ich wette, du kriegst das irgendwie hin. Du hast ein Herz, ganz sicher. Du weißt es nur nicht. Daran liegt's. Wir müssen es nochmal versuchen. Was? Wieso? Ich hab eine Idee. Nova ist heute Abend wieder in der Halle. Und... ist doch echt spitze von unseren Eltern, mit Dr. Frank essen zu gehen. Na, nun komm schon. Ist die Industrie der Zukunft. Menschen aus dem Computer. Der Kleine hat einen vollkommen neuen Markt geschaffen. Da gibt's Herren in Südamerika, die bezahlen uns Millionen, und zwar Cash, wenn unser Wunderkind sein Geheimnis ausplaudert. Die ganze Chose ist unglaublich einfach. Wir schnappen uns den Kleinen und ein paar Stunden später flattern wir bereits über den Atlantik. Unser Flug geht in 2 Stunden. Hier sind die Tickets. 2x Holzklasse für mich und den Kleinen und 1x gepolstert für dich. Oh Mann! Rio, Copacabana, eine sanfte Brise weht weich und zart durch die Palmen. Und denk immer an eins, du brauchst keine Angst vor ihr zu haben. Hauptsache ist, dass du irgendwas fühlst. So ein gewisses Sausen auf der Haut oder dass sich was im Bauch zusammenzieht oder wahnsinniges Herzrasen oder Schweißausbrüche. Ist ja toll und am Ende lande ich im Krankenhaus. Jetzt hör aber auf, davon verstehst du eben nichts. Jetzt kommt die wichtigste Phase in meinem, ich meine in deinem Leben. Komm schon, Bruder. Girls in school don't look at you.
when you eat, I have to smile. Just wait a while. Kidnapping. Hast du es etwa noch nicht geschnallt, du Blödi? Wer, frage ich dich, sollte bemerken, dass wir ihn haben? Nicht mal die Eltern von ihm wissen, dass er einen Doppelgänger hat. Wie sollen sie also merken, dass einer von dem Duo fehlt? Okay. Ja, okay. Und welchen wollen wir nehmen? Den, der aussieht wie der andere, oder den anderen, der aussieht wie der andere? Das Original, du Saftgehirn. Naja, gut, aber welcher ist das Original? Naja, der scheue, stille, sensible, der aussieht wie Vollblöde, so wie du. Der Song. Alex hat ihn geschrieben. Die Sängerin ist toll, nicht der Song. Wechsel mal den Komponisten, Baby. Das war absoluter Müll. Ach ja? Ja. Hey, Leute! Wollt ihr wissen, was die Zukunft des Rock'n'Roll ist? Hier kommt die Zukunft des Rock'n'Roll! I wanna new dress.
Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle. Dr. Frank. Dr. Rudolf Frank. Bodo ist ein Patient von mir und er steckt mitten in einer krisenhaften Nervenkrise. Aber es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Irgendwie werden wir das wieder hinkriegen. Nicht wahr, Bodo? Martini on the rocks. Komm mit, mein Sohn. Du musst mal wieder auf meine Couch. Warte. Oh, jo, 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 jo. Du Tarzan. Ich, Jane. Ein kräftiger Beifall und noch ein Gewinner. Bravo. Aus. Wissen noch, was der drauf ist. Scheuermittel durch die Nase. Eine ganze Kiste davon, deshalb sieht's anders. Gibt's hier vielleicht irgendwo eine Toilette? Bodo muss seine Pillen schlucken. Gleich da drüben. Danke sehr. Bist du verrückt? Soll ich in dem Fetzen vor meine Fans treten? Hey, wie war's denn? Hast du etwas gespürt? Was? Ja, du weißt genau, was ich meine. Das ist jetzt nicht so wichtig. Komm schon, gehen wir. Moment mal. Du hast ihn gerade von der Bühne gezerrt, also ist er die Kopie und du bist das Original. Mhm. Bodo. Bodo, was ist passiert? Und wo ist der andere Bodo? Gekidnappt. Komm, los, hinterher! Nova! Amerika. Das ist ja affig, aber ich muss um 9 wieder zu Hause sein. Wir sitzen am Strand. Pausenlos rollen die Gläser mit rum. South America, here I come. Du schließt deine Augen und hörst das sanfte Rauschen. Ja, folgt uns jemand? Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, und ich dachte immer, Autofahren wäre viel einfacher. Ich meine, die Klonengeschichte. Ach so, das, ja. Ich habe inzwischen schon 3 Tennisclubs, die ich mit Ben beliefere. Du hast nicht, zufällig einen Doppelgänger, oder? So eine geklonte Luxusausführung von dir, hm? Hast du einen Knall? Ein Klon von mir? Nun hör aber auf. Das ist doch pure Science Fiction. Hey, pass doch auf! Weißt du, die Sache mit den Mäusen war nur ein Scherz. Ich gebe ja gern zu, es war echt witzig. Alle haben gelacht, oder? Oh nein, ich glaube, ich habe sie verloren. Ich sehe sie da drüben. Nun mach schon, fahr schneller. Scheiße! Herzlichen Dank fürs Essen. Das war köstlich. Wir haben Ihnen zu danken. Ohne Ihre Therapie wäre Bodo nie ein Mensch geworden, der sich behaupten kann. Hey, nun sieh dir die an. Die glotzt total überdreht. Ah, Harry. Das ist nur meine Mutter. Und mein Vater. Und mein Psychiater. Grün, gib Gas. Wir sehen uns später. Wie ich schon sagte, rapide Fortschritte. Ein Häuschen gibt es.
Mickey! Sieh mal, der kann toll mit den Ohren wackeln. Na und? Kann ich auch. Bist du sicher, dass wir das Original haben? Wofür hältst du mich eigentlich? Ich bin nicht du. Die Erkenntnis des offensichtlichen Spatzengehirns. Hey, lass meinen Partner zufrieden, du Früchtchen. Was war das? Autsch! Ach du! Hey, das ist ja absolut scharf, was du da anhast. So, findest du? Ehrlich. Danke. Verdammt! Der Reprobraten ist hinter uns. Oh Mann, tritt da links. Na was denn? Drauf! Weißt du, ich hab dich eigentlich immer nett gefunden. Naja, auch wenn ich es nicht gezeigt habe. Wirklich, irgendwie hatte ich schon immer eine Schwäche für schüchterne Verlierertypen. Flughafen so viel Schokolade, wie du willst. Aber ich will ein Herz! Ein Herz! Jetzt aber zum Flughafen! Ah. Nein! Oh Gott, ist mir schlecht! Ich will ein Herz! Wahnsinnig geworden! Hilfe! Klontes Monster, alles ist deine Schuld. Sieh nur, was du mit deinem Wagen gemacht hast. Du hast ihn kaputt gemacht, meinen Liebling. Irgendwo sein. Na, hallo, Bruder. Hältst du mein Herz für eine Sekunde, ja? Bitte. Ich muss ein bisschen Power nachladen. Das ist aber nicht der Weg nach Hause. Das ist der einzige Weg. Und was wird mit uns? Also, du denkst immer nur an dich selbst. Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide Fremder. Und wo willst du jetzt hin? Kurz mal die Welt ansehen. Hier. Der einzige Beweis, der existiert. Einsteigen, bitte. So, Abfahrt hat der 1.7.
der 23 nach Herzfeld über Seedorf und Liebstädt. Bitte einsteigen und die Türe schließen. Versprich, dass du zurückkommst. Hand aufs Herz. Das ist für dich. Aber nicht verlieren. Danke. Mach's gut, Bodo! Du auch, Bodo! Nächste Woche derselbe Ort, dieselbe Zeit. Bitte, Herr Mars. Hm.